Guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer allwöchentlichen Sendung ein Gespräch mit einem interessanten Menschen, heute bei mir zu Gast, aber natürlich dank der neuesten Technik bei Ihnen zu Hause, Herr Bedrzyk Smetana. Smetana. Herr Smetana, also Sie sind Komponist? Nein, ich bin kein Komponist, ich bin Bauingenieur, genauer gesagt Bergbauingenieur. Bergbauingenieur, also, bevor wir zu Ihrer Person kommen, sagen Sie uns bitte zuerst, wo sind wir, was ist hinter uns? Wir sind in Berlin, in der Linienstraße, wo gerade ein paar Häuser zerkleinert werden. Häuser zerkleinern? Also, wozu denn? Und sind Sie sicher, dass Sie kein Komponist sind? Natürlich nicht. Wissen Sie, die Berge kommen nicht vom Nichts. Die sind auch nicht aus Pappmasche, die sind meistens aus Stein, Granit zum Beispiel, Sand, Erd, gut. Aber diese Materialien sind jetzt rar geworden und wir müssen, um die Berge zu bauen, auf wiederverwendbare Materialien, sprich Schutt, Trümmer, zugreifen. Habe ich das richtig vernommen? Sie bauen Berge aus Bauschutt? Ich bin doch Bergbauer. Das ist korrekt. Wir bauen Berge aus Bauschutt. Allein in Berlin haben wir folgende Berge gebaut. Teufelsberg, Hanneberg in Stacken, Spandau, Prenzlauer Berg, Lichtenberg, Kreuzberg. Das waren noch Zeiten. Es gab Bauschutt in Hülle und Fülle. Nicht so wie jetzt. Naja, so gut waren die Zeiten nun wieder auch nicht. Hoffentlich kommen die nicht wieder. Schwamm drüber, sagen Sie bitte, wozu brauchen Sie den Schutt hinter uns? Naja, diese paar Steine brauchen wir für unser neuestes Projekt. Das ist ein Berg, selbstverständlich. Mitteberg und das Berg entsteht im Mauerpark. Ach, Herr Smetana, ambitionierte Pläne, aber ich merke so an Ihrem Gesicht und dann auch an Ihrer Postur, dass Sie vielleicht nicht ganz zufrieden sind, oder täusche ich mich? Ja, das stimmt. Wissen Sie, alle diese Berge in Berlin sind relativ klein. Ich möchte wirklich einmal im Leben ein etwas Großes bauen, so wie die Japaner. Kilimanjaro? Fujiyama. Nee, aber die Japaner hatten es schon leicht. Immerhin mit Hiroshima und Nagasaki gab es genug Bauschutt, um sogar einen Fujiyama zu bauen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke. Und vielen Dank auch an Sie und schalten Sie wieder ein. Nächste Woche ungefähr um die gleiche Zeit, wenn es wieder heißt, ein Gespräch mit einem interessanten Menschen. Bis dahin, ciao, ciao und Papa. Alles weg, alles weg. Może tak pokazywać.